So, ich wollte aber auch hinaus, was du brauchst, um deine Klebereste zu entfernen. Das ist von Koch Chemie das Eulex zum Beispiel. Das ist dafür sehr geeignet. Gibt es aber auch was von Sonax, was ich auch schon mal in einem Video gezeigt habe. Klebstoff, genau. Die beiden kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum hier eine Bewertung von 3,1 Sternen ist. Die sehe ich deutlich, deutlich besser. Also das Klebstoff-Restentferner, genauso wie auch das Koch Chemie Eulex. Beim Klebstoff-Restentferner ist eine Aerosolflasche, heißt du sprühst und die drückt durchgängig, oder du sprühst, du drückst und die sprüht durchgängig. Und das ist halt durch dieses Aerosol, was da drin ist, wie aus der Haarspray-Flasche, kennt man ja. Und da ist der Vorteil einfach, du kannst direkt draufhalten und schön einsprühen, einwirken lassen und danach entfernen die Reste. Gerade auf einer Glasscheibe würde ich dann auch, wo ich das gerade hier sehe, so einen Glasschaber würde ich da auch benutzen. Mit einer ordentlichen Klinge. Ich glaube, es ist eine Kunststoffklinge, oder? Naja, würde ich mit einer Metallklinge machen. Auf Glas auf jeden Fall. Vorsichtig, gut aufpassen natürlich. Oder aber du benutzt das Eulex von Koch Chemie. Das musst du dir allerdings, weil das in einer Literflasche kommt, musst du dir entweder abfüllen, ein bisschen verdünnen oder halt pur benutzen. Muss mal gucken, wie stark es sein muss. Du kannst es aber auch auf ein Tuch auftragen und verwendest das dann direkt auf der Fläche. Hier allerdings auf jeden Fall der Hinweis, immer Handschuhe tragen bei solchen Produkten, die hier angewendet werden.